Wo radikalisierte sich der junge Österreichische mit nordmazedonischer Herkunft, der in Wien ein Attentat geplant hatte? Wir haben es herausgefunden, nämlich in Berlin hat er sich radikalisiert bei einem dem Verfassungsschutz bekannten Prediger Abul Bara. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es kommt wieder, wie es kommen musste. Ein Berliner Hassprediger ist der Hauptverantwortliche für die Radikalisierung des 19-jährigen Österreicher mit nordmazedonischer Herkunft, den man in Ternitz beim Bau einer Bombe verhaftet hat. Ihr wisst, es geht um das Taylor Swift-Konzert in Wien. Und zwar hat man jetzt herausgefunden über die diversen Spuren, wo sich hier der junge Mann seine Propagandamaterialien besorgt hat. Der bürgerliche Name ist eigentlich Ahmad Armir, er nennt sich allerdings Abul Bara. Er ist Islamisten-Influencer, wie er sich selbst nennt, hat auf Instagram 46.000 Follower, auf TikTok über 81.000. Den Sicherheitsbehörden in Deutschland ist er selbstverständlich bekannt. Er trat bis 2020 in der As-Sahaba-Moschee in Berlin-Wedding auf. 2018 wurde sie schon von der Polizei Berlin wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung durchsucht. Inzwischen ist diese Moschee in Berlin-Wedding geschlossen. Laut Verfassungsschutz unterhielt der Prediger Bara über diese Moschee Verbindungen zur islamistischen Szene und teilweise auch in den gewaltbereiten dschihadistischen Salafismus. Wunderbare Mitbürger haben wir hier, denn Mitbegründer und Vorsitzender des gleichnamigen Trägervereins war Reda Seemam, einer der ranghöchsten Deutschen beim Islamischen Staat. In der Moschee verkehrte auch Dennis Kuspert, einer der bekanntesten deutschen IS-Kämpfer. Der Verfassungsschutz, er hat schon lange gewarnt, und zwar ist er deutschlandweit als Prediger aktiv, hier Abdul Bara. Seine Aktivitäten hat er allerdings nach der Schließung der Moschee in Berlin-Wedding selbstverständlich ins Internet verlegt. Dort beantwortet er in kurzen Videos scheinbar harmlose Fragen, wie zum Beispiel, ist es erlaubt, in einem Laden zu arbeiten, in dem Alkohol verkauft wird? Der Verfassungsschutz, er hat immer wieder gewarnt, doch die Politik, sie möchte einfach nicht hören, sie müssen spüren. Die Schließung dieser Berliner Moschee und die Corona-Pandemie haben nämlich dann dazu geführt, dass diese ganzen Prediger sich einfach nur ins Internet verlagert haben. Die Rhetorik und der Vortragsstil, die erinnern an ein dunkles Kapitel in unserer Geschichte. Der Berliner Verfassungsschutz spricht von einer TikTokisierung des Salafismus. Er hat sich hier zu einer wirklichen Größe in der Szene entwickelt. Jetzt werdet ihr mit Sicherheit fordern, na dann schickt ihn doch dahin, wo er herkommt. Und da muss ich euch sagen, das ist leider nicht möglich. Der Prediger mit palästinensischer Abstammung redet hauptsächlich über die Kuffar, über dich und mich, über die Ungläubigen, die im Krieg mit dem Islam sein und Terrorismus gegenüber den Muslimen ausüben, sagt dieser Prediger. Wörtlich sagt Abdul Barra in einem seiner Videos, wie lange geht diese Erniedrigung, wie weit wird das gehen mit diesem Krieg, mit diesem Terrorismus der Kuffar gegenüber den Muslimen, bis ihr zur Religion zurückkehrt. Das sind Drohungen, und zwar unverhohlene Drohungen, allerdings der Verfassungsschutz erwarnt und die Politik, sie handelt nicht. Denn Abdul Barra konstruiert darüber hinaus in seinen Predigten eine Verschwörung der westlichen Welt gegen den Islam und Muslime sind für ihn grundsätzlich die Opfer. In den vergangenen Jahren hat dieser Berliner Prediger inzwischen auch einen seiner Schwerpunkte nach Braunschweig verlegt zum salafistischen Verein Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft e.V., kurz DMG. Dieser Verein wurde jetzt vor 2 Monaten vom niedersächsischen Innenministerium verboten, die dazugehörige Moschee geschlossen. Im Zuge des Verbotes ist auch Barras Wohnung in Berlin durchsucht worden. Doch wir wissen auch, dass er wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Hilfen im Visier der Ermittler ist. Aber lasst mich raten, er wird auch in 5 Jahren noch hier sein und online seinen Hass predigen. Und wenn ich mal raten müsste, er verdient damit Geld und mit Sicherheit illegal. Also ich bin nicht bei TikTok, weil TikTok einfach unverschämt ist, was das Bezahlen angeht. Also das sehe ich überhaupt nicht ein. Und bei YouTube sind viele nicht, weil sie hier dann Angst haben, ja, das ist der amerikanische Geheimdienst und so weiter, aber dann zu Instagram gehen. Leute, es ist mal wieder, also es passt mal wieder eins auf das andere. Die Geschichte kann man sich gar nicht ausdenken, denn sie ist wirklich so passiert. In Absurdistan, in wirklich Absurdistan. Alleine, dass man diesen Leuten es weiterhin zulässt, sich online hier zu äußern.
Wo sind denn die ganzen Strafverfahren wegen Volksverhetzung und wegen dies und wegen das? Nein, das wird geduldet, aber wir haben eine gerechte Justiz, wie Sie immer sagen. Ja, genau, genau. Hier oben, Leute. Da oben, und wenn da nichts drin ist, dann hier. Ne? Weil, was ist der hier? Das ist einer, der möchte so machen, aber dem sein Arm ist zu kurz. Ne? Gibt's halt leider auch. Ist dann unser verdecktes Zeichen ab sofort. Ihr wisst, was ich meine. Abonniert den Kanal. X und Telegram, ist es wirklich phänomenal. Es geht immer wieder auf das Gleiche zurück. Die Deutschen, sie sind die Hochburg der Islamisten. Und sie, die Geheimdienste wissen es vielleicht noch, aber die Politiker sagen, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du bist ein Rechtsradikaler. Wir ächten dich und schließen dich öffentlich aus der Gesellschaft aus. Das ist Diskurs in Deutschland. Und sie werden bald davon sehen, was sie haben. Am 1. September sind Wahlen im Osten. Dann wird es wieder Klatschen hageln. Und sie werden dann wieder um Worte ringen. Und ob Olaf Scholz dann ein Statement zur Wahl abgeben möchte, ich würde sagen, nö, wie er immer schön sagt, nö mit Ö. Deswegen abonniere den Kanal, bleibe dran und sage ich ciao, bis bald.